Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Beim letzten Mal haben wir Peach durch das Gröltal geführt. Sie ist jetzt schon hoch ins Little Tot Town gegangen und hat uns hier erstmal eiskalt stehen lassen, die Olle. Aufzug zu den Grohl-Ruinen. Höchstloss eine Person, okay? So kommen wir anscheinend nicht da hoch, oder? Nee. Naja, gut. Dann tun wir ihr den Gefallen und kommen auch nach Little Tot Town. Hilfe! Oh, das war so klar, dass jetzt ein Bossfight kommt. Oh, das sieht übel aus. Los, geh und rette sie. Was? So einen großen schaffen wir nicht. Mario! Mario! Look at this! Hey, das ist doch Mario! Wirklich, wir sind gerettet! Mario, Luigi, hilf mir doch! Okay, ein fettes Tromborg, wenn wir jetzt von einem Pokémon ausgehen. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, dass es ein Baum ist. Würde doch die Feuerhand von Mario gut in die Karten spielen, oder? Was meint ihr? Und man kann sogar den Geröllinger, so heißt der Gegner, man kann sogar seine Haare zerstören. Ich glaube, dass er sich mit diesen Pflanzen da heilt, deswegen würde ich erstmal keine Ahnung sagen. Ich glaube, den Zug werden wir erstmal dazu nutzen, um erstmal zu schauen, was so abgehen könnte. Nur 8. Okay. Ist das ein Steinbaum wegen Geröllinger? Okay. Ich glaube, ich werde zuerst mit dem Schlagbrüdern auf seinen... Ja, auf seinen Ast gehen oder was ist das? Ah, scheiße. Hab ich verkackt. Hackebrüder, was geht, Alter? Gib ihm. Ja. Erstmal schauen, wie sich das entwickelt, wenn ich den da zerstöre. Aber der scheint echt tanky zu sein, kann das sein? Ich meine, mit der Hand haben wir ihm nur 8 KP abgezogen. Und das kann eigentlich nicht wahr sein, Alter. Das ist eigentlich nicht normal. Soll ich jetzt mit Luigi erstmal einige BP auffüllen oder wie sieht das aus? Ach komm, ich mache erstmal bis zum Anschlag ein bisschen Power. 14 macht das sogar Schaden, okay. Schwungbrüder ist eine neue Attacke, die wir im letzten Part, glaube ich, gelernt haben. Kann das sein? Ja, ich glaube im letzten Part war das. Aber, 6 Brüderpunkte sind schon hart teuer, deswegen mache ich weiter mit den Hackebrüdern. Ich kann aber echt nicht sagen, ob dieser Geröllinger vielleicht... Mario, yeah, Extra-Kommando, yeah! Oh yeah, oh Mario. Wow! Nein! Ach du Scheiße. Ja, der gönnt sich. Der Penner. Ich glaube, der Typ hier, der scheint... Oder der Geröllinger. Der scheint recht wenige... KP zu haben dafür, aber... Ach du Scheiße. Mario ist ja vergiftet. Warum heile ich den denn nicht? Scheiße. Also der Geröllinger scheint eine recht hohe Verteidigung zu haben, aber ich glaube ganz im Geheim, dass er gar nicht so viele KP hat, sondern nur ein Tank ist. What? Alter, ist er krank. Okay. Die Runde wird jetzt erstmal genutzt, um hier Sirup aufzufüllen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Mario. Gönn dir, Bro! Oh yeah! Und ansonsten, wenn ich noch ein... Ich hätte fast gesagt, wenn ich noch eine Nuss hätte, würde ich die benutzen. Aber egal, erstmal ein Pilz. Nom 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 nom. Okay. Wow! Scheiße, jetzt ist Luigi vergiftet, Alter. Crap. Obwohl? Ja, er ist vergiftet. War von auszugehen. Heißt, wir können wieder diese Runde dafür verschwenden, ihn zu heilen. Geil, wa? Ganz ehrlich, dieser Geröllinger, der muss auch so auf die Kacke hauen, ne? Nee, kein Pilz. Erstmal ein Sirup auf Luigi. Damit er auch ein paar BP wieder zurückbekommt. Mein guter Kumpel! Wow! Scheiße, macht das Damage. Ich glaube, die Geröllsteine sind jetzt auch ein bisschen schneller als vorher, Alter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nein. Ich sollte vielleicht wieder auf Stufe 1 gehen. Ohne Buchstabenanzeige und ohne Slowdown bin ich viel zu dumm dafür. Was?
Das war's schon? Und das sind 1000 Erfahrungspunkte? Dein Ernst, Alter? Wenn man bedenkt, dass ich da richtig easy going dran gegangen bin. Alter. Aber wie ich mir schon gedacht habe, der Typ hat einfach nur eine hohe Verteidigung. Und die KP sind dann dementsprechend niedrig. Naja. Mario hat auf jeden Fall ein Level-Up erreicht und ich glaube, wir gönnen ihm da ein bisschen Angriff. Mit einer 2, ja komm, ist okay. Hauptsache, der hat die 80 erreicht. Level 24 hat Luigi auch erreicht, sehr gut. Er hat schon die 80 in der Verteidigung, also ihr seht, Mario und Luigi gleichen sich, was Angriff und Verteidigung geht, so dermaßen aus. Ist nicht normal. Aber erstmal auf den Bart. Okay. Sehr schön, ja, da ist der Gröllinger tot, ne? Kollege. Mario, Luigi, danke, ihr habt mich gerettet. Ich bin eine dumme Torte, aber... Sie haben das Monster erledigt! Rala, tot, tot! Das Monster hatte den Eingang nach Little Tot Town versperrt, dankeschön! Oh yeah! Willkommen in Little Tot Town! Prinzessin Peach, Mario, Luigi, wir sind über euer Kommen in Kenntnis gesetzt worden. Bitte steigt in den Aufzug dort hinten! Okay, ja? Yeah. Was ist Little Tot Town wohl für ein Ort? Ich bin schon ganz gespannt. Ihr nicht? Mario, Luigi, los, steigt schon auf! Sieht interessant aus. Cool. Richtig gute alte Super Mario Bros. Musik, voll geil. Prinzessin Peach, oder? Totsworth hatte diesen Besuch angekündigt. Was für eine Ehre, dass die Prinzessin hier kommt. Und das ist doch Mario, der Superstar. Sorry, Leute, Alter. Wenn man so hoch redet, ey, dann kann das durchaus mal passieren, dass man dann einen Hustenanfall bekommt. Luigi, ist das wahr? Was für eine Ehre. Oh, yeah. Danke für diesen Empfang. Alter. Dann zeigen wir euch jetzt die Stadt. Mario, Luigi, habt erstmal vielen Dank für eure Mühen. Mir geht es soweit gut. Und nun seht euch ordentlich um und amüsiert euch. Wir treffen uns später wieder. Okay, mach keinen Scheiß, Peach. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Oder meine Freundin. Willkommen in der Stadt. Amüsiert euch gut, ne? Ja. Ach cool, hier kann man neue Sachen einkaufen. Ist das wahr? Ist das richtig? Boah, geil. Sehr schön. Boah, jetzt werden erstmal ein paar Superpilze eingekauft. Und zwar 10, obwohl... Packen wir kleine Brötchen. Machen wir erstmal 5, ne? Und Nüsse. Geil. 5 Stück. Gib ihm, Alter. Und eine Supernuss, wenn wir schon mal dabei sind. Wir kaufen den Laden leer. Ich glaube, die Kellnerin mag mich sehr. Nicht, weil ich ein Held bin, der im Geld schwimmt wie Dagobert. Okay. Sehr schön. Kann man da eventuell hoch? Kann man. Was bringt das? Gibt's da irgendwas? Ist hier was Bestimmtes? Kann man Luigi da irgendwie in den Boden reingraben? Kann man. Und was bringt das jetzt? Kann man da vielleicht diese... Was hat das hier für einen Sinn? Das muss doch einen Sinn haben, oder nicht? Hallo? Komische Sache auf jeden Fall. Ja, ich versteh's nicht. Vielleicht müssen wir aber auch mit Luigis Handkraft den Fernseher in Gang setzen. Ich habe keine Ahnung. Nein, ist es nicht. Naja, ich habe keine Ahnung, was es dort zu finden gibt. Falls ihr das wisst, in die Kommentare damit. Würde mich freuen. Runterfallen kann man hier also auch nicht, okay. Oh, das sind doch Mario und Luigi. Mario, wir haben ja auch schon von deinen legendären Taten gehört. Und von Luigi, dem nun ja heroischen Hüter von Heim und Herd. Der Pantoffelheld. Ach, Mario und Luigi, richtige Helden, ey, wenn mein Vater doch auch so wäre. Ja, da wären alle stolz. Mein Herr Vater treibt sich nur noch in den neuen Spielerlehrer. Mama ist schon echt sauer und wer hat darunter zu leiden? Ich! Mit solchen Eltern sind sie ja Kinderarm dran, aber wirklich, ey. Ja, du bist echt ein Opfer, Mann. Ich dachte, man kann ja auch die Schubladen plündern, aber dem ist wohl nicht so. Naja, gut. Wenn es hier nichts zu... geben gibt, zu geben scheint, zu geben, Gebärden geseint haben, Gebärden. Gehen wir mal hier hin. Hey, wie wär's mit einem Ausflug zur Grillruine? Da
Das ist doch verboten, weil es da so gefährlich ist. Na gut, dann gehen wir halt eben in die Neuspielhalle. Das ist doch verboten, weil da seltsame Typen herumlungern. Oh Mann, so ein Spielverderber. Oh, ihr rastet aber auch bei allem aus, ne? Gut, Alter, Little Totton ist auf jeden Fall, wie wir jetzt schon mal vernommen haben, eine gute Anlaufstelle, um Sachen einzukaufen. Und ich hoffe, hier gibt's auch eine Röhre, damit man hier so schnell wie möglich wieder hinkommt. Aber es müsste, glaube ich, eine Röhre geben irgendwo. Nein, Mario, du dumme Sau. Hört mal, der Krach da drüben, was da wohl los sein mag. Na, da gucken wir gleich nach. Erstmal wird sie sich nochmal hier in der Stadt umgeschaut. Ihr seid doch in die Stadt mit einem Lift gekommen, oder? Man sagt, diese Lifte haben die Ägypter vor Urzeiten hier gebaut. Cool. Ah, und hier ist ein neuer Hosenshop. Cool. Schauen wir uns auch direkt mal um. Deswegen habe ich auch dieses ganze Geld angespart. Immer hereinspaziert. Importierte Importe aus dem Pilzkönigreich gibt es hier zu Tiefstpreisen. Was darf's denn sein, Mann? Importware, eine Pilzhose. Mhm. Die Hose gibt's nur für Mario, was ein bisschen schade ist. Oh, guckt euch das mal an. Die Koopa-Hose. Alter, die erhöht ja krass die Verteidigung von Mario. Boah, und von Luigi auch. Ist ja krass. Steigert Glück abhängig von Pilzmenge. Okay, soll das dann heißen, dass der Bart dann unabhängig ist? Vom Glück? Also ich bin da eigentlich dagegen, weil halt 6 KP runtergehen. Aber wenn ich dann diese ganze Verteidigung sehe, die dadurch hochgeht, dann kaufen wir die Hosen, Alter. Kaufen direkt mal 2 Stück. Ich meine, werde ich bei den nächsten Leveln halt mehr auf die KP gehen. Weil Mario frisst zu sehr Schaden. Das ist halt so, ne? Unheimische Ware, Pilzorden. Maruigi-Orden. Cool. Ein Artikel für Brüderliebhaber. Auto-BP-Erhaltung. Ah! Und Power-Verteidigung. Was heißt das? Verstärkung von Konterattacken. Gehen zwar die BP runter, aber ja. Ja, ich weiß nicht. Ist es das wert? Ist es das echt wert? Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, bei Luigi macht das Sinn. Bei Luigi macht der Konterpilz am besten Sinn. Weil halt der Angriff ein bisschen höher geht. Obwohl, bei Mario geht der Angriff ja auch hoch. Ey, dann kaufen wir das bei beiden. Der Konterpilz ist auf jeden Fall für Luigi. Und ich würde sagen, Auto-BP-Erheilung, das macht auch Sinn, wisst ihr? Verstärkung von Konterattacken. Ich glaube, wir nehmen bei beiden den Konterpilz und gönnen den, weil der Angriff, wir müssen auch echt manchmal auf den Angriff gehen, das ist echt so, Leute. Dafür verkaufen wir jetzt die alten Sachen, wie zum Beispiel der Perfekto-Orden. Stachelkiller, Landratto, Stachelkiller, noch ein Stachelkiller, noch ein Stachelkiller, noch ein Stachelkiller, noch ein Stachelkiller. Okay, folgender Jeans. Ja, das müsste jetzt eigentlich alles unnötig sein, müsste ich sagen. Ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht so wichtige Sachen aus Versehen. Wir schauen aber mal. Gucken wir mal, ob ich jetzt unnötige Sachen verkauft habe oder aus Versehen unnötige Sachen. Aber sieht nicht so aus. Boah, und guck dich mal diesen gepushten Angriff an. Krass, oder? Und die gepushte Verteidigung erst, ey. Voll krass. Ich bin happy. Ich bin zufrieden. Gut, dann geht's weiter. Da geht's auch noch lang. Ich glaube, hier müsste es, so wie ich mich entsinnen kann, die Röhre geben, oder? Hallo, ja. Westlich von hier gibt es auch die alte Grünruine. Die Erwachsenen sagen, da ist es zu gefährlich für uns. Wenn etwas verboten ist, will man es nur umso mehr tun. Na, da geht's ja auch nicht so. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen YOLO ohne schadet nie, wa? Was ist hier? Ist hier vielleicht irgendwas für Luigi? Irgendwas? Nicht? Okay, dann nicht. Na, Alter, sag, was willst du uns sagen? Das sind doch Mario und Luigi. Wie gefällt es euch, diese Aussicht? Ein fantastischer Ausblick, oder? Ja. Schon so ein bisschen. Voll sexy, ey, ey. Voll geil. Voll Porno, ey. Was für ein Schimmling! Er weiß, dass ich nicht bis dahin sprengen kann und deshalb versteckt er sich immer da. Kommen wir da irgendwie hoch? Wenn nicht, wie kommen wir da hoch? Das ist komisch. Ich möchte da hoch. Hallo? Ach, guck mal an! Die Bohnen aus dem Nachtdorf. Cool.
cool. Ziemlich hoch hier, oder? Könnte etwa so hoch sein wie der Lachberg, oder? Was für eine Aussicht! Es hat sich gelohnt, durch die Wüste hierher zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Unter unseren Füßen befindet sich der große Bergpilz, ein gigantischer Pilz. Es ist äußerst mysteriös, wie dieser Pilz so riesig werden konnte. Ja, da. Okay, you're creepy, man. Fucking creepy. Mhm. Da scheint es auch nochmal weiter zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die gelben Pilze drauf. Aber das sieht ja auch so verdächtig aus, als wäre hier irgendwo so ein versteckter Block. Irgendwo hier, wisst ihr? Ah, das war klar. Ich hätte das natürlich auch mit Marios Spezialtechnik probieren können, aber passt schon. Oh, bitte. Jetzt tun sie keine Scheiße hier. Wobei, ich könnte mal was ausprobieren. Nein, falscher Knopf, Mann. Ich könnte echt mal was ausprobieren, Leute. Passt mal auf. Tadam! Ist das nicht geil? Okay, und hier ist auch gar nichts. Ernsthaft? Was ist denn hier so besonders? Ich meine, es muss doch hier irgendwas geben. Ja, ein versteckter Block. Ja, na sicher, eine Lachbohne. Alter, ich wollte schon sagen. Okay, mehr scheint es hier doch nicht zu geben. Obwohl? Ich bin skeptisch, immer noch. Aber passt schon. Gut, da haben wir das hier soweit erkundet. Ich glaube, ich speichere noch einmal ab und dann gehen wir da genau da hinten hin. Wo der kleine Todd meinte, oh, da ist voll der Tumult und so, ey. Voll Action und so. Mann. Da werden wir jetzt hinspazieren und dann gucken wir uns die Sache mal genauer an, meine lieben Freunde. Nein, Mario. Alter, mach keinen Scheiß. Na? Hurra, hurra, ein Unschlagbarpilz. Der Unschlagbarpilz ist eine Mischung aus Wonderpilz und Unschlagbarstern. Wagt ein Spielchen und holt euch den Unschlagbarpilz. Details gibt's in dem Gebäude da drin. Okay. Ob der Unschlagbarpilz wohl auch bei Hautkrankheiten hilft? Ob man damit auch Hautflecken wegbekommt? Willst du deine Flecken auf dem Pilz wegbekommen? Wenn ja, dann bist du ja kein richtiger Pilz mehr, oder? Ein Unschlagbarpilz. Ob der wohl gut schmeckt? Das heißt, du wärst kein richtiger Todd mehr. Man passt besser auf, was man auf Reisen isst. Kann schon mal passieren, dass man vom ungewohnten Essen krank wird. Dann ist die Reise aus. Aber wenn man einen so sensiblen Magen hat wie ich, dann wird man sogar von ungewohntem Essen krank. Ja. Ganz witzige Geschichte. Es gibt ja auch diese Story bei Mario und Luigi Bowser's Inside Story. Da hat hat der gute Bowser, der auch ein Hauptcharakter in dem Spiel ist, auch einen Pilz gegessen. Oder irgend so einen Pilz und wurde dann auch krank. Geil, ne? Geradeaus geht es zur Botschaft des Pilzkönigreichs. Da wollen wir noch nicht hin. Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen genauer um, Mann. Ja, Mann. Wo führt mich das hier hin? Aha, die Röhre. Alles klar. Shortcut gefunden. Bam. Ihr seht, jetzt haben wir schon die Punkte 1, 2, 3, 5 und 7. Gut. Ich weiß zwar nicht, wo die anderen sind, aber passt schon. Kann man da hoch? Nein, kann man nicht. Hätte mich auch stark gewundert, wenn ich ehrlich bin, meine Freunde. Seit Kamek mit dem Hypnotisieren angefangen hat, wird es immer schlimmer. Jeden Tag sucht er sich ein neues Opfer für seine okkulten Übungen, ey. Ist dann Kamek? Lol. Du fühlst dich wie ein kleiner Pilz. Ja, wie ein Pilz. Ich bin ein Pilz, du Dumpfbart. Scheiß, möchte gern, ey. Okay, gucken wir mal da oben nach, was da so sein kann. Und da ist anscheinend echt was. Ja, komm, das Spielchen, wir wagen uns jetzt auch noch einmal. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo das aufhört. Ich glaube bei 30, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Alter, wird das ekelhaft schnell hier! Alter! Kann man da rein? Kann man nicht. Aber ich habe, glaube ich, am längsten durchgehalten bisher. 24 Mal. Ist das krass oder ist das krass? Na, ihr Casino-Kinder? Hereinspaziert, hereinspaziert, ein Spielchen gefällig. Wagt ein Spielchen und wenn ihr eine gute Punktzahl schafft, gibt's an den Unschlagbarpilz umsonst. Okay. Stört mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Ich schaue mich nur um. Okay.
Der Automat da scheint kaputt zu sein. Aber da ist ein funktionsfähiger. Na? Ach, verdammt, ey, mal wieder voll daneben. Ja gut, das Spielchen machen wir noch in diesem Part. Lust auf ein Spielchen? Und weh, Bitch! Okay, worum geht es? Willkommen beim Sternschnapper. Schafft 200 Punkte und ihr bekommt eine totale, tolle Prämie. Drückt Start, um die Regeln anzeigen zu lassen. Und jetzt gebt Gas. Ja. Nintendo, okay. Worum geht's hier? Ich habe keine Ahnung. Warum? Ach so, okay. Darum geht's also, Kann man das nochmal neu starten? Schade. Wenn die Bob Oms da reinkommen, gibt's Minuspunkte. Oder ich glaube, es gibt nur eine Auszeit. Macht nix. Ich glaube, ich habe meine Technik gefunden und ich glaube nicht. Ich glaube zwar nicht, dass wir das nochmal schaffen jetzt hier in diesem. In diesem Versuch. Aber wir schauen mal. Oh, obwohl, das sieht gut aus, Alter. Das sieht echt gut aus. Wir können es echt schaffen. Ich darf nur keine Scheiße bauen jetzt. Na, die Bomben sind halt die Kacke hier dran, weißt du? Sobald einmal eine Bombe reinkommt, verschließt sich das und du hast gelitten. Ach, 210 Punkte, ja, haben es locker geschafft. Ja, geil, ey. Ja, krass. Easy going, first try, easy going, weißt du? Zuletzt gespielt vor einem Jahr oder so, oder vor anderthalb Jahren. Oder vor zwei Jahren, glaube ich, sogar war es. Aber easy going, man. Wir haben sogar fast mehr als das Doppelte. Obwohl, nee, 200 waren es ja, ne? Stimmt. Ja, 50 mehr, Alter, geil. Glückwunsch, das ist der neue Highscore. Krass. Gut gepunktet, hier euer Preis. Den Unschlagbar-Pilz, der gar nicht so unschlagbar aussieht. Na, schmeckt gut, oder? Ach Mario, das war doch klar. So giftgrün wieder aus, du Idiot. Da liegt der Tod am Boden. Dieser Mario. Mario! Wie geht's ihm? Kommt mir reichlich grün vor. Man beachte das Gesicht. Dieser Patient leidet an Grünfieber. Dum, dum, dum. Ganz sicher, schätze ich. Viele Touristen erkranken daran, weil sie an landestypische Küche nicht gewohnt sind. Und gibt es eine Heilung? Ja, mit der richtigen Medizin, aber ohne die gibt es keine Heilung. In 3 Tagen wird Mario zur Riesenbohne, quasi zu einem Bohnen-Mario. Dam, dam, dam. Na, Mario! Was sollen wir tun? Es ist nicht ganz ungefährlich. Westlich von dieser Stadt befindet sich eine legendäre Ruine. Man kennt sie unter dem Namen Grünruine, da wart ihr auch schon mal. Im Keller der Grünruine wächst angeblich ein Kraut, diese Heilwurzel oder so, Heilewurz. Dieses Kraut ist ein Gegengift, das Grünfieber heilen kann. Luigi, willst du zur Grünruine reisen? Oh yeah, I do it. Ich habe irgendwo gelesen. In der Grünruine wohnt ein schreckliches Monster wie dieses hier. Heftige Zeichnung, ob das stimmt? Man sagt, wenn dieses Monster ein Tod angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und saugt sein ganzes Blut aus dem Leib. Zumindest das Gerücht. Na, Mario, save yourself. Wie schrecklich. Aber Luigi, die wird doch sicher nichts passieren, oder? Ja, so ein Schisser, Alter. Oder Luigi? Das tust du doch gerne für Mario, oder? Luigi? Oder etwa nicht? Diese Brüderliebe, im schwachen Fleisch steckt eben doch ein williger Geist. Luigi, unsere ganze Hoffnung steckt in dir. Finde das Kraut und komm gesund wieder hier zurück. Luigi hat voll den Schiss. Luigi, unsere ganze Hoffnung steckt in dir, Mann, du Arschloch. Ja, ich wollte mit dem reden. Man sagt doch, der Heilewurz wächst im Keller der Grünruine und die Grünruine liegt doch westlich von dieser Stadt. Okay. Gut, Leute. Wir können hier nichts machen mit Luigi, gar nichts? Gar nichts? Echt? Ich will aber speichern. Hallo? Ich will auch den Part beenden.
Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Wir haben relativ viel geschafft. Wir haben Little Tot Town gut erkundet. Und hallo, ich möchte das... Ist das dein Ernst? Warum... Wie behindert ist das bitte? Naja. Auf jeden Fall haben wir relativ viel geschafft. Und Luigi stellt sich mal wieder sehr männlich an und natürlich sehr mutig. Und Alter, ich möchte auch gerne mal springen, um zu speichern. Aber ansonsten ist alles okay. Naja, Leute, beim nächsten Mal sehen wir uns, ich würde sagen, an dieser Stelle hier nochmal wieder. Oder? Hallo? Ich möchte springen. Bist du behindert, Luigi? Ja, hast du irgendwie... Hallo? Ich möchte hier drauf. Was soll das denn jetzt? Ah, wahrscheinlich muss ich zu Kamek, oder? Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Ja. Ah, du bist also an meinen hypnotischen Fähigkeiten interessiert? Aber du scheinst mir ein wenig aufgeregt zu sein. Atme erstmal ganz tief ein und aus. Na, wie ist es? Fühlst du dich schon etwas besser? Übrigens, du siehst dem berühmten Mario ziemlich ähnlich. Ist Mario vielleicht ein großes Idol? Dann werde ich dich wohl in Mario verwandeln. Schließe deine Augen. Du fühlst dich wie Mario. Deine Sprünge sind hoch, dein Mut ist groß. Denn Mario ist der Superheld. Und das bist du. Ja, du bist es. Siehst du, du fühlst dich schon wie Mario, oder? Du bist Mario. Mario, das bist du. Irgendwie Mario. Fast schon Mario. Hauptsache Mario. Wolltest du dich den Part beenden? Ja! Du kannst die Augen jetzt öffnen, mein Freund. Hier, bitte. Ah, deswegen der Spiegel. Ja, genau. Und ist deine Mütze rot und deine Kleider rot? Du bist Mario. Krass. Ja, gut. Jetzt würde ich sagen, können wir den Part ziemlich gut beenden, denn wir haben jetzt den Speicherblock und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und so weiter und so fort. Und haut rein, schau, ne? Meine lieben Kinderchens.